Also die Kulturakademie hat sich umstrukturiert. Wir haben dann geguckt, was gibt es im Kultur- und Bildungssektor. Einiges haben wir noch weiterlaufen lassen. Das lief dann aus, ne, wie kulturelle Angebote und so. Und wir haben dann, sind dann übers Arbeitsamt, kamen die Weiterbildungsdinger rein. Und wir sind eingestiegen in die Weiterbildung von den Fürsorgerinnen und den Frauen, die in der DDR Sozialarbeit gemacht haben. Es gab ja noch keine Fachhochschulen und es wurde ja ein anderes Niveau angestrebt. Es gab ja auch neue Gesetze zu lernen und es gab einfach, ja, es gab die neue, sagen wir, den neuen Staat zu lernen. Es waren ja bei uns, es galt ja nichts mehr nach der Wiedervereinigung. Und da sind wir ja aus der Weiterbildung gegangen, da gab es so richtige Kurse vom Arbeitsamt, ein gutes Jahr. Wir haben uns auch gleich gesagt, also Qualität unbedingt. Haben uns eine Fachhochschule Bielefeld gesucht, haben uns Dozenten eingeladen, haben uns hier gute Dozenten gesucht, wo wir wussten, die hatten wir. Hatten wir ja auch gerade Psychologie hier in Dresden. Ah, super. Und haben dort Weiterbildung gemacht. Die ist letztlich dann später nie anerkannt worden. Die mussten alle nochmal auf die Fachhochschule gehen. Das waren alles gestandene Frauen. Also Berufserfahrung scheint gar nicht gegolten zu haben. So, ne? Und, aber das Ding war, ich habe seit nach der Wende, seit diese Stellen alle weggebrochen sind, es gab ja noch so ein bisschen Auslaufzeit, ne, eigentlich kaum mehr feste Stellen gehabt. Schon gar nicht im Kulturbereich. Immer APM-Stellen, Arbeitsamtsmaßnahmen und so eine Sachen. Das ist natürlich in der Kultur heute noch. Und jetzt, wo ich jetzt arbeite im Frauenstadtarchiv, das ja auch in einem Verein Frauenbildungshaus Dresden angeschlossen ist, öffentliche Fördergelder, das ist alles mega unterbezahlt. Ja, das ist einfach noch so eine spannende Schiene, dass diese Berufsbiografien von Frauen, vor allem von Frauen, zusammengebrochen sind. Meine ja auch. Ich wollte ja auch in der Kultur bleiben. Das war schon in Ordnung. Und ich hatte schon Stellenangebote so mit unbefristeten Feststellen. Das waren aber Dinge, die ich nicht machen wollte. Also nach der Wende, ich hatte es noch so drin. Ach, endlich kann ich machen, was ich will und ich kann mich umtun. Jetzt tun sich neue Dinge auf. Und ich will jetzt eigentlich nur noch machen, was mir wirklich am Herzen liegt und Spaß macht. Ich habe so vieles in der DDR gemacht oder machen müssen, was ich gar nicht machen wollte. Selbst in der Aus- und Weiterbildung von Kulturleuten gab es Strecken. Ich habe gedacht, aber die will ich eigentlich gar nicht bedienen, den ganzen politischen Mist. Aber was mir die Wende natürlich gebracht hat, sind diese ganzen Kontakte und die Möglichkeit, natürlich nochmal ins Schreiben anders ranzugehen. Ich habe gleich nach der Wende eine Ausbildung kreatives Schreiben gemacht, als Schreiblehrerin in West-Berlin am Institut für kreatives Schreiben gibt es heute noch. Und habe ja jetzt vor kurzem nochmal ein Masterstudium gemacht, biografisches und kreatives Schreiben in Berlin an der Alice-Salomon-Hochschule. Ich meine, das sind so Dinge, die ich nicht gehabt hätte sonst. Das hat mir noch mal einen ganz anderen Zugang zum Schreiben gemacht. Und die Möglichkeit, also dann auch für mich mit Leuten zu schreiben, Schreibgruppen anzubieten, das ist ja dann so, ne, so Lehrende und Lernende gleichzeitig zu sein, das ist für mich so toll. Das hätte ich sonst nicht gehabt. Oder über dieses Labyrinth-Projekt, was ich in Dresden ins Leben gerufen habe. Diese internationale Vernetzung. Ich hätte doch sonst nie Freundinnen in Österreich und in der Schweiz gehabt, wo man hinfahren kann, wo man sich austauschen kann, wo man nochmal, wo der Spiegel übers eigene Land hinausreicht. Auch jetzt, heute noch, immer noch politisch, feministisch, aber allgemein politisch, wo es da einen tollen Austausch gibt. Ne? Das ist das, was ich wirklich gewonnen habe und was ich auch nicht wieder missen will.